Investieren ist wichtig, damit das Geld für dich arbeitet und du nicht Opfer der Inflation wirst. Doch so einfach dieser Satz auch klingen mag, wenn man komplett neu ist an der Börse, dann fällt es nicht immer leicht, für einen selbst festzustellen, in was man genau investieren mag. Daher möchte ich dir im heutigen Video Schritt für Schritt zeigen, wie ich die richtigen ETFs für mich gefunden habe und worauf es sich zu achten lohnt. Bleib gerne dran, wenn du dir noch unsicher bist, ob ein Standard-Weltportfolio für dich wirklich die richtige Anlage ist. Hi, ich bin Mick, willkommen auf diesem Kanal. Hier dreht sich alles um das Thema private Finanzen und persönliche Entwicklung. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, was mich auch lange vom Investieren abgehalten hat, nämlich der Auswahl eines passenden ETFs. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierhin geschafft hast. Du hast dich vermutlich bereits damit beschäftigt, eine Möglichkeit zu finden, einen Teil deines Einkommens für das Investieren zu erübrigen. Damit hast du bereits einen wichtigen Schritt in Richtung deiner finanziellen Ziele hinter dir. Auch hast du dich vermutlich bereits mit deiner Asset-Allokation beschäftigt und dir überlegt, wie viel risikobehafteten Anteil du in deinem Portfolio haben möchtest. Wenn nicht, dann schau dir mal dieses Video hier an, in dem ich dir genauer erkläre, worauf es sich bei der Festlegung zu achten lohnt. Nun aber zur eigentlichen Auswahl eines passenden ETFs. Häufig lesen wir im Internet und hier auf YouTube, dass die Weltportfoliostrategie die beste für uns ist oder dass es am sinnvollsten ist, sich mit Aktien ein Dividendenportfolio aufzubauen, um einen monatlichen Cashflow zu erzeugen. Meiner Meinung nach sind diese Tipps aber so lange wertlos, bis du dich wirklich damit beschäftigt hast und auch davon überzeugt bist, dass diese Strategie die richtige für dich ist. Du solltest mehrere Jahre an deiner Investitionsentscheidung festhalten, auch wenn es um dich herum mal sehr laut wird und viele andere Meinungen auf dich einwirken. Kauf dieses oder jenes, der nächste Hype ist Wasserstoff, hättest du vor 5 Jahren Bitcoin gekauft, wärst du nun Millionär, kauf daher nun XY-Coin etc. Damit diese Aussagen dich in Zukunft kalt lassen können, beginnen wir mit Schritt Nummer 1, lege deinen Anlagefokus fest. Es gibt unterschiedliche Anlageklassen, in die du investieren kannst. Zu den gängigsten zählen sicherlich Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Wie du vermutlich schon weißt, ist eine Aktie ein Anteil an einem Unternehmen. Du wärst also als Aktionär finanziell an der Firma beteiligt. Bei Anleihen hingegen handelt es sich um fest verzinsliche Wertpapiere. Das bedeutet, dass du als Anleger einen vorher festgelegten Zinsertrag vom Emittenten, also vom Schuldner, erhältst. Diese Emittenten können öffentliche Stellen, Banken oder Unternehmen sein. In Rohstoffe kannst du anlegen, indem du einen ETF bestehend aus mehreren unterschiedlichen Rohstoffen wählst oder einen ETC, also Exchange Traded Commodity, der es ermöglicht, auch in einzelne Rohstoffe wie etwa nur Öl oder nur Gold zu investieren. Wichtig ist in diesem Schritt, dir also zu überlegen, mit welchen Anlageklassen du dich beschäftigen möchtest und dann eine Auswahl zu treffen. Es ist übrigens völlig okay, wenn du erstmal nur eine wählst. Nach und nach können dann weitere hinzukommen. Des Weiteren überlegst du dir in diesem Schritt, in welche Gebiete und Segmente du investieren möchtest. Um die Gebiete zu wählen, kannst du einerseits einzelne Länder auswählen oder Ländergruppierungen. Diese Gruppierungen variieren je nach Indexanbieter leicht, aber grundsätzlich lassen sich Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer unterscheiden. Industrieländer haben eine Wirtschaftsstruktur, die durch Technologie und Industrie beherrscht wird. Beispiele hierfür wären die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien und Japan. Als Entwicklungsländer wird ein Land bezeichnet, in dem die Mehrzahl seiner Bewohner hinsichtlich der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen einen messbar relativ niedrigen Lebensstandard haben. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Ägypten, El Salvador, Argentinien, Albanien und Georgien. Zwischen diesen beiden Länderkategorien befinden sich die Schwellenländer. Das sind zum Beispiel Länder wie Mexiko, Brasilien, China und Polen. Beachte bei diesen Beispielen immer, dass der Indexanbieter diese Klassifizierung selbst festlegt und es daher zu Unterschieden kommen kann. Bei den Segmenten handelt es sich bei Unternehmen um die Micro-, Small-, Mid- und Large Caps. Diese Unterscheidung basiert auf Basis der Marktkapitalisierung. Was das bedeutet? Nun, eine Firma A hat einen Aktienkurs von 100 Euro. Und 100 Millionen Aktien sind im Umlauf. Damit beträgt die Marktkapitalisierung 10 Milliarden Euro. Eine Tabelle der unterschiedlichen Marktkapitalisierungsgrößen der Segmente habe ich dir hier eingeblendet.
Im Allgemeinen haben die Large Caps den Vorteil, dass sie als relativ sicher gelten. Jedoch den Nachteil, dass nur die wenigsten großen Konzerne es langfristig schaffen, sich den Änderungen am Markt kontinuierlich anzupassen. Das schreibt man den Midcaps eher zu, die jedoch dafür anfälliger sind für Insolvenzen. Smallcaps hatten in der Vergangenheit auch einen Renditevorteil, ob dieser aber noch existiert, wird sich erst in Zukunft zeigen. Je kleiner das Segment ist, desto aufwendiger und somit teurer ist die Investition. Der letzte relevante Aspekt in diesem Schritt wäre die Gewichtung und Fokussierung. Hierbei geht es darum, festzulegen, wie hoch die Anteile an der Anlageklasse bzw. Gebieten und Segmenten sein soll und ob du gegebenenfalls eine Fokussierung auf bestimmte Unternehmen vornehmen möchtest. Aktuell ist es zum Beispiel im Trend, besonders in nachhaltige Unternehmen zu investieren. Das bedeutet in der Regel, dass die ESG-Kriterien so gewählt werden, dass je nach Branche die nach diesen Kriterien schmutzigsten Unternehmen von einer Investition ausgeschlossen werden. Nachdem ich dir nun die relevanten Punkte in Bezug auf den Anlagefokus erklärt habe, kommen wir nun zum Schritt 2 der Indexwahl. Im ersten Schritt hast du dich damit auseinandergesetzt, in was du investieren möchtest. Damit ist bereits der wichtigste Schritt getan. Nun geht es darum, einen Index zu finden, der diese Präferenz möglichst genau abbildet. Du könntest dir zum Beispiel diesen Link hier angucken und dich inspirieren lassen, welche Möglichkeiten es gibt, ETFs zu klassifizieren. Aber habe ich nicht gerade gesagt, dass du in diesem Schritt einen Index auswählen sollst und nicht einen ETF? Korrekt, so ist es. Aber da mir keine gute Seite bekannt ist, die diesen Vergleich auf Indexbasis anbietet, würde ich dir empfehlen, dich hier zu orientieren und anschließend über die ETFs ein paar für dich in Frage kommende Indizes abzuleiten. Das kannst du relativ einfach machen, indem du einen ETF auswählst, der für dich in Frage kommt und anschließend auf der linken Seite in der Indexauswahl dir die entsprechenden Indizes heraussuchst. Manchmal wirst du auch zunächst auf einen Post verlinkt und kannst dort direkt die Anzahl der Indizes einsehen und auswählen. Anschließend findest du wieder auf der linken Seite die entsprechenden Indizes. Hast du dir die in Frage kommenden Indizes herausgesucht, kannst du auf die Seite der Herausgeber gehen und dir mehr Informationen einholen. Alternativ kannst du natürlich auch direkt Just ETF nutzen und auf Basis der ETF-Suche dir die weiteren Informationen über das Factsheet und die KIID besorgen. Wichtig ist in diesem Schritt lediglich, dass du dich nicht zu sehr vom Angebot erschlagen lässt, sondern deine zuvor festgelegten Anlagefokus in einem oder mehreren Indizes wiederfindest. Möchtest du beispielsweise in Mid- und Large Caps investieren bei einer 70%igen Gewichtung von Industrieländern und 30% Schwellenländern, so wird ein Index nicht reichen. Du müsstest in diesem Fall einen Weltindex und einen Emerging Market Index wählen, wie beispielsweise den MSCI World und den MSCI Emerging Markets oder den FTSE Developed World und den FTSE Emerging Markets und diese jeweils in deinem Portfolio später durch entsprechende Investitionen in die ETFs selbst gewichten. Schau dir in diesem Schritt die Indizes genau an und lese dir die Informationen so lange durch, bis du verstanden hast, wie sich der Index zusammensetzt. Im letzten Schritt heißt es dann, einen ETF zu wählen und versuchen, einen Index möglichst genau abzubilden. Dabei würde ich dir raten, auf folgende Kriterien zu achten. Zunächst die Ertragsverwendung, die Replikationsmethode, die Kosten des ETFs und das Fondsvolumen. Bei der Ertragsverwendung geht es darum, wie der ETF mit erhaltenen Dividenden umgehen soll. Sollen die Dividenden auf dein Verrechnungskonto ausgezahlt werden, dann solltest du einen ausschüttenden ETF wählen. Das bietet sich insbesondere dann an, wenn dein Sparerpauschbetrag noch nicht durch andere Kapitalerträge ausgeschöpft ist. Der Vorteil ist dabei, dass du bis 801 Euro als Single keine Kapitalertragssteuer zahlen musst und du somit diese Dividende ohne diese Steuer erhältst. Aber Achtung, das bedeutet nicht, dass andere Steuern wie beispielsweise der Quellensteuer anfallen können. Auf der anderen Seite gibt es noch die Möglichkeit, dass der ETF die erhaltene Dividende dafür nutzt, weitere Anteile für dich zu kaufen. Dabei spricht man von thesaurierenden ETFs. Der Vorteil ist dabei, dass du dich nicht um das Geld kümmern musst, das auf dein Verrechnungskonto ausgezahlt wird und du lediglich einmal im Jahr eine Vorabpauschale bezahlen musst, die aktuell aufgrund des geringen Basiszins sehr gering bzw. dieses Jahr 0 Euro beträgt. Insgesamt hatte ich mich dafür entschieden, so lange in ausschüttende ETFs zu investieren, bis mein Sparerpauschbetrag ausgeschöpft war und anschließend in einen ETF zu investieren, der die Erträge thesauriert. Das nächste wichtige Kriterium ist die Replikationsmethode, also die Art und Weise, wie der ETF versucht, den Index abzubilden.
Dabei lässt sich die physische Replikation, das optimierte Sampling und Swaps unterscheiden. Bei den ersten beiden Replikationen kauft der ETF tatsächlich die enthaltenen Werte entsprechend der Gewichtung im Index. Allerdings wird beim optimierten Sampling nur ein repräsentativer Teil gekauft. Hintergrund dieser Maßnahme ist es schlichtweg, Kosten zu sparen bei einer vergleichbaren Rendite. Bei Swap-ETFs geht der ETF-Anbieter ein Tauschgeschäft mit einer weiteren Partei ein und stellt dieser einen beliebigen Warenkorb zur Verfügung und erhält dafür die Entwicklung des Indizes vom Kontrahenten zurück. Damit ist es möglich, auch Nischenmärkte abzudecken, die sonst viel zu teuer wären. Zu den Chancen und Risiken der unterschiedlichen Methode habe ich hier im Video bereits gesprochen. Da viele ETFs eine physische Replikation haben, kam es für mich noch nicht in Frage, einen Swap-ETF zu wählen. Die Risiken, die mit Swap-ETFs verbunden sind, würde ich mittlerweile auch nicht mehr so hoch einstufen, da es zwar ein Kontrahentenrisiko gibt, jedoch dieser auch über 90% an Sicherheiten hinterlegen muss. Kommen wir zum dritten Kriterium, die Kosten der ETFs. Zum einen gibt es die bekannte TER, also Total Expense Ratio, die den größten Teil der laufenden Kosten vom ETF darstellt. Nur leider sind eben nicht alle Kosten enthalten, weshalb ein Vergleich nur auf Basis der TER in die Irre führen würde. Dennoch, als Hausnummer ist der Vergleich sicherlich nicht verkehrt und außerdem müssen die ETF-Anbieter diese Zahl in ihren Berichten angeben. Neben der TER würde ich empfehlen, die in Frage kommenden ETFs auf trackingdifferences.com miteinander zu vergleichen und den Index zu wählen, der die geringste Tracking Difference hat. Die Tracking Difference gibt dabei die Abweichung an, die die Performance des ETFs zum Vergleichindex hat. So sind wirklich alle Kosten berücksichtigt, mit Ausnahme deiner eventuell anfallenden Transaktionskosten. Die Tracking Difference kann sogar negativ sein und somit würde der ETF besser abschneiden als der Vergleichsindex. Ich würde versuchen, ETFs zu wählen, die eine TER von unter 0,3% pro Jahr und eine Tracking Difference bis plus 0,1 ausweisen. Das funktioniert jedoch nicht, wenn du dich für einen Nischenmarkt entschieden hast. Bedenke aber, dass die TER die laufenden Kosten deines Portfolios darstellt, daher solltest du die beiden Werte im Auge behalten. Das letzte Kriterium dient der Sicherheit, dass unser ETF nicht wieder geschlossen wird. Es handelt sich um das Fondsvolumen. Sollte ein ETF erst kurze Zeit auf dem Markt sein, sind die ETF-Manager angehalten, möglichst profitabel zu werden. Wie schaffen sie das? Genau, mit unserem Geld. Denn desto mehr Geld im ETF investiert wurde, desto profitabler ist er. Daher lohnt es sich darauf zu achten, dass das Fondsvolumen, also das Geld, was andere Anleger bereits insgesamt in diesen ETF investiert haben, mindestens 100 Millionen Euro beträgt. Damit kannst du in der Regel sicher sein, dass der ETF-Anbieter den ETF nicht wieder schließen wird und du dich nicht erneut mit der Auswahl eines ETFs beschäftigen musst. Kommen wir nun zum Fazit. Die Auswahl eines ETFs ist für uns Privatanleger eine schwierige Entscheidung. Das Positive ist, dass wenn du bereits bis zu diesem Punkt gekommen bist, du eigentlich den schwierigsten Teil geschafft hast. Du hast bereits eine monatliche oder einmalige Sparsumme zusammen und musst nun nur noch überlegen, wo deine Anlagepräferenzen liegen. Ich habe dir im heutigen Video gezeigt, wie du in drei Schritten diese Hürde meistern kannst. Im ersten Schritt überlegst du dir deinen Anlagefokus und legst deine Anlageklassen, Gebiete, Segmente und Gewichtung fest. Anschließend suchst du dir einen passenden Index heraus und im letzten Schritt wählst du einen ETF, der diesen Index möglichst genau abbildet. Dabei können dich Tools wie JustETF oder ExtraETF unterstützen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, diese schwierige Investitionsfrage zu beantworten und freue mich, dich nächste Woche erneut begrüßen zu dürfen. Bleib gesund und bis dahin!